Dann könnt ihr aufbrechen. Von dem blutigen Widder geht es in Richtung Süden am Kor-Tempel vorbei, am Firun-Tempel vorbei, dem Sokramor-Platz mit den zahlreichen Goblins und den Trollzackern. Eine Stunde habt ihr, ja doch etwas mehr, mehr als eine Stundenkerze habt ihr in der ekelhaften, versifften Taverne verbracht. Für Ronka war es egal, das Bier ist billig und man kann hier viel trinken. Für Bryodur war das natürlich eine Herausforderung und selbstverständlich auch für Gillian Tanflug, der gar keinen Alkohol trinkt. Dann weiter in Richtung Osten. Ihr könnt auch hier wieder die große Burg Kalris mit dem Athematom erblicken und geführt von den Berichten von Gillion, der sich hier etwas auskennt, zur kaiserlichen Garnison und dem Rondra-Tempel. Die Garnison selber ist recht klein und der Rondra-Tempel noch kleiner. Das ganze Geld, was man wohl hat, fließt eher in andere Gebäude, wie unter anderem den Söldnermarkt, der sich noch weiter im Süden befindet, aber hier trefft ihr wohl auch auf einen Schwertbruder, derjenige, der die Garnison hier gerade so etwas wie verwaltet, Woltan Rankaratan von Gareth, der hier wohl entsandt worden ist vor einiger Zeit und hier so etwas wie die Wache ja, verwaltet. Preis und Gruße, guter Mann. Ja, Rondra und Pryos mit euch. Was kann ich für euch tun? Spät in der. Oh. Spät, spät. Nun, meine Gefährtin hat ein seltsames Anliegen. Vor ein paar Tagen wurde doch eine Tote gefunden. Ja, eine Tote, genau, eine Tote. Von wem sprecht ihr? Nun, diese Norbarden. Ich habe ihren Namen wieder vergessen, aber Ja. ihr fehlt ja ein Kopf. Ich glaube, das reicht aus, um sie zu identifizieren. Und wie kommt ihr darauf, dass, wo habt ihr diese Informationen? Nun, es ist allgemein Stadtgespräch, nicht wahr? Und was wollt ihr jetzt? Ich würde gerne an dem Kopf schnüffeln. Nun, ihr Kopf fehlt. Das ist ja das Problem. Ich würde euch ja Nein, schnüffeln ihren lassen, Kopf aber. am Sie meint den Puppenkopf. Puppenkopf. Den Puppenkopf? Okay, und warum? Sie hat eine gute Nase und vielleicht kann sie damit den Mörder erschnüffeln. Nun, wir haben den Kopf bereits den Hunden gegeben. Die haben nicht angeschlagen. Also Ja, schon, Hunde sind ja aber. auch nicht so toll wie Sulak. Außerdem ist sie ein Weibchen. Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat das damit zu tun? Ich bin besser als die Hunde, will er damit sagen. Und damit hat er recht. Und außerdem sind wir hier, weil wir gerne den Menschlingen helfen wollen. Und ihr seid ja Menschlinge. Also helfen wir euch. Wo ist der Puppenkopf? Er zieht seine Augenbrauen nach oben und guckt wieder rüber zu Pryodur. Nun, vielleicht erfüllt ihr einfach ihr diesen Wunsch. Es kann nicht schaden. Ob es funktioniert oder nicht, das kann nur Ah. Preis entscheiden. Einen Er hält Moment seine noch, Hand der auf. Herr. Ach so, ja, perfekt. Vielen Dank. Goggelmoggel ergreift seine Hand und schnüffelt mal dran. Muss Er ja zieht den sie weg Geruch und filtern. klatscht. Ja, er zieht die Hand schnell wieder weg und klatscht ihr dann an die Wange. Ey, was soll denn das? Ich führe Ermittlungen durch. Er streckt seine Hand in Richtung von Ronga und Gillion. Wie viel möchtet ihr denn für eure Dienste? Nun, dafür, dass er in dem Kopf riechen kann. Und der Preisgeweihte nickt das ab. Sagen wir 5 Silbertaler. Preodor, bezahl den Mann. Gillian greift in seine Tasche und legt ihm 7 Silbertaler in die Hand. Dafür erzählt ihr niemandem etwas dazu. Ja, sollte ich sowieso nicht tun. Moment, ich hole den Kopf. Der Puppenkopf meint ihr, ne? Ich habe euch schon nicht verstanden. Ja, in der Tat. Ja, Moment. Ich bin jetzt seit 4 Jahren beim Ja. Lehrmeister und ich verstehe nicht, was ihr mit diesen verdammten Silbermünzen dauert habt. Nun, manche Leute benötigen dieses Geld, Ines Praios Gerechtigkeit nicht genug. Ja, aber Müsst ihn selbst. bestimmt auch verstehen. In einer Stadt wie dieser, wo man alles kaufen kann, bestimmt kann man auch schlimmere Sachen kaufen. Das müsste sich schützen. Ja, das mag sein. Vor allem. Ich hoffe übrigens, ihr habt euch geschützt. Wie meint ihr? Nun, Söldner sind nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie, wie nennt man es, wählerisch bei ihren Sexualpartnern sind, nicht, dass ihr euch in eine Krankheit eingefangen habt. Ich hoffe nicht.
Dadurch kriegt man auch keine Krankheiten. Man kratzt sich mal. So, da bin ich wieder. Und dann hat er eine kleine Box aus Holz dabei, die er dann euch... er guckt sich ja mal ein bisschen rum, ob andere Wachen von ihm gerade hier rumstehen. Lässt sie dann weiter würfeln oder trinken. Und gibt euch dann die Box einmal rüber. Ihr habt ja aber hier drin mit dem Kopf. Ich brauch den nachher wieder. Also jetzt gleich. Gut, gut. Dann will ich mal. Ja, Goggelmongel nimmt sich die Box, klappt sie auf und steckt ihre lange Goblin-Nase rein, um mit geblähten Nüstern den Duft des Puppenkopfes aufzusaugen. Sinneschärfe mit Spezialisierung riechen. Die anderen können erkennen, in der Box liegt ein Puppenkopf, hochwertig verarbeitet, höchstwahrscheinlich mit Steineiche im Inneren und dann Lignolide oder so etwas, Beschwörungswachs, was da wohl irgendwie aufgetragen worden ist, ja, keine Ahnung. Zumindest ist sie eine wächserne Puppe mit weiblichen Gesichtszügen, ja, wie Kinder eben damit spielen, nur dass sie zu hochwertig aussieht, also unglaublich hochwertig oder unglaublich gut gearbeitet. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben für die 18? Nö, das reicht mir jetzt erstmal. Es riecht nach Blut und nach menschlichem Schweiß. Vor allem nach, ja, also du hast jetzt den Geruch hier aufgenommen, das ist höchstwahrscheinlich der Schweiß von diesen Leuten, die hier rumlaufen. Euer Gnaden, Prayadur, verfügt über ein Gespür für Zauberei, nicht dass vielleicht der Kopf mit Magie versehen wurde. Nun, ich denke nicht, dass dieser Puppenkopf mit Magie gesegnet ist. Nein, das glaube ich nicht. Sieht mir ziemlich hochwertig aus. Dieser Puppenkopf, wird er hier irgendwo verkauft? Werden solche Puppen hier irgendwo verkauft oder hergestellt? Keine Ahnung. Handwerker haben wir eine Menge. Wie, keine Ahnung. Ich dachte, ihr seid damit beauftragt, diesen Mordfall zu lösen. Habt ja, ich soll die Leiche finden, doch kein Puppenkopf, du. Ja, aber der Puppenkopf muss doch irgendwo herkommen. Das könnte doch sicher in Verbindung bringen. Ja, deswegen haben wir im Dreier-Tempel gefragt. Du Arschloch. Wie groß ist der Kopf? Ihr Arschloch? Also ist der so Menschenkopf groß oder ist das so ein Nee, kleiner. Also ungefähr so groß wie zwei Fäuste. Julian Muster den Kopf mal sehr interessiert. Ja, gruselig, diese toten Augen. Naja, habt ihr mal die Augen geguckt oder die von dem Treuzacker? Die sahen noch gruseliger aus. Nein, haben wir nicht geguckt. Warum? Sahen die anders aus? Schreckgeweitet. Der Tod eingefroren auf einem Gesichtszug. Habt ihr den Treuzacker gegessen? Nee, haben wir nicht. Der wurde verbrannt. Achso, das darf ich euch gar nicht sagen, ne? Verdammt. Doch, doch, klar. Ich meine. Wir sagen auch niemandem, dass du uns das gesagt hast. Was hat der uns gesagt? Das habe ich schon wieder vergessen. Ah, verdammt nochmal. Egal, jetzt gib den Kopf wieder her. Groggel, was habe ich euch über Lügen erzählt? Das ist eine gute Sache. Nein, dass es eine schlechte Sache ist. Gib den Kopf wieder her. Hier hast du deinen Kopf. Ja, dann macht er die Box wieder zu und geht wieder nach hinten. Also, Frosty. Hat er einmal einen Odem gewürfelt. Auf den Kopf? Jo. Moment. 13 Punkte übrig. Bis zu 13 Punkte erschweren ist aber 10 Punkte übrig. Der Kopf selber ist nicht magisch, du darfst aber mal eine Alchemieprobe würfeln. Kann ich kochen würfeln? Kochen mit einer plus 10, ja. Kochen Tränke. Ich hab nämlich kein Alchemie. Ich könnte mal Alchemie würfeln, wenn mir vorkommt. Ja, darfst du natürlich auch. Also Odem zeigt nichts, der Kopf ist nicht magisch. Und das Blut daran ist auch nicht magisch. Ja, Pyro erkennt, dass es Wachs ist, was auch für die Kerzen benutzt wird. Im Tempel.
Nun, ich streiche mal meine Finger aneinander. Es scheint sich um profanes Wachs zu handeln, mit dem dieser Kopf präpariert wurde. Gorgelmogel kann sogar sagen, dass das sogar sehr lecker wäre. Boah, das ist ein schmackhaftes Wachs. Ist das Bienenwachs? Nun, mit Hesindes Weisheit konnte ich zumindest erkennen, dass es nicht mit Magie versehen ist. Es ist jedenfalls kein billiges Wachs. Das hat jemand hergestellt, der wirklich was davon verstand. Ja, das kann man einfach so sehen, ob da Magie ist oder nicht. Naja, vielleicht sollte ich den Kopf mal ablecken, damit ich schmecken kann, was für ein Wachs das ist. Ja, jetzt ist es spät. Jetzt ist er wieder in der Kiste. Ja, du hättest vorher dran lecken müssen. Und dann hätte er mir gehört. Ja, aber ehrlich gesagt, der roch auch nur nach Schweiß und sowas. Konnte da gar nichts Richtiges mehr dran schnüffeln. Die haben den wahrscheinlich die ganze Zeit angefasst und angegrabbelt. Nun, vielleicht bringt uns diese Spur mit dem Wachs etwas weiter. Ihr sagt Bienenwachs. Nun, ich vermute, es gibt nicht so viele Imker oder Kerzenzieher in dieser Stadt. Ich werde mehr als genügend Kerzenzieher finden. Ach, vielleicht in der Schwefelgasse. In Kilian, gibt es hier so etwas wie Kerzenzieher? Ich kenne, glaube ich, 4. Ich war im Schwefelviertel relativ wenig unterwegs. Aber ich erinnere mich an 4 Läden. Ich glaube, es waren 4. Müssten 4 sein. Vielleicht sollten uns unsere Schritte dorthin als nächstes lenken. Weil ich glaube, den einen Kerzenladen können wir ausschließen. Der beliefert nur die Magistraten. Nun, warum können wir ihn ausschließen? Nun, er befindet sich im Magistratsgebäude. Quasi direkt in einem kleinen Nebengebäude davon. Und warum können wir ihn ausschließen dadurch? Nun, ich will nicht annehmen, dass so jemand sich mit so etwas beschäftigt. Nun. Ich meine, ihr habt vorhin die Verwaltungsangestellte dort gesehen. Wenn die anderen auch alle so sind, dann glaube ich nicht, dass für irgendetwas Kreatives zu brauchen sind. Das Böse versteckt sich unter zahlreichen Namen und zahlreichen Masken. Wir sollten nichts ausschließen. Ich glaube dann erst einmal wieder zu dieser Schwefelgasse oder wie die heißt. Das wäre, glaube ich, ein Anfang. So, da bin ich wieder. Und ihr bleibt jetzt hier, oder wie? Nun, wir klären diese Morde auf, wo ihr das nicht vermögt. Ja, du mich auch. Wie bitte? Du mich auch, habe ich gesagt. Heißt das, du magst ihn? Nee. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, ihr solltet nicht im Norden nachgucken, weil da werden die Leute umgebracht, also haltet euch davon fern. Keine Lust, dass ich dann den 4. hier von der Straße kratzen soll. Ja, wir sind viel zu strunzklug dafür, umgebracht zu werden. Der da drüben ist besoffen, das sehe ich bis hier. Inwiefern werden denn im Norden Leute umgebracht? Ja, weil die alle neben dem Travia-Tempel dann umgebracht worden sind. Scheiße, ist hier ein bisschen Respekt zu viel verlangt? Das hier ist ein Geweihter, das ist ja ein Preios und vor allem im Auftrag des Barons zu Dergelmund. Was war nochmal die Baronie, Priodan? Dergelmund, richtig. Dergelmund, genau, von Baron Travigor. Er ist sein höchsteigener Richter. Ich weiß nicht mehr, wo dieses Dergelheim ist. Ich wurde halt eingesetzt von meinem Baron, also verstehe ich jetzt nicht, was das soll. Baron Erdreto Erzel von Exmoos. Ja, siehst du, wir sind bitte alle etwas beruhigen? Ich habe versucht, die Morde aufzuklären. Ich bin zum Travia-Tempel gegangen, da gab es Puppen, die mit denen gespielt worden sind, weil da sind verdammten Lausebengel und die Waisenkinder. Aber denen fehlte kein Puppenkopf. Und die wussten auch nichts. Waren diese Puppen denn von der gleichen Machart wie dieser Puppenkopf hier? Nee, glaube ich nicht. Das waren halt so Strohpüppchen. Die können sich halt nicht so viel leisten. Gibt es denn Puppenmacher hier in der Stadt? Ja, Puppenmacher,
Also wir haben Wachszieher und also Meisterin Orlande vielleicht. Wie viele Wachszieher gibt es denn? Also ich kenne 4. Bin mir nicht sicher. Ich war noch nicht überall in der Stadt. Ja, also Handwerker haben wir viele. Können sogar noch mehr sein. Müsst ihr mal in der Schwebe. Sonst sprecht einfach mal mit Meisterin Jolande. Vielleicht kennt ihr ja noch andere Leute. Die bezieht ja auch ihr Wachs irgendwo her. Meisterin Jolande? Ja, die Golembauerin. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, mit einer Schwarzmagierin zusammenzuarbeiten. Ja, sie ist eine Frau und sie kann Magie. Sie muss bestimmt eine Schamanin sein. Wir sollten mit ihr reden. Irgendwie sollten nicht. Das ist eine Handwerkerin, keine Schwarzmagierin. Ja, der Mann kann uns, wie es scheint, sowieso nicht weiterhelfen. Ist nicht mal fähig genug, seine eigene Arbeit zu verrichten. So, jetzt habe ich die Schnauze voll raus hier. Ja, lass mich gehen. Hab Dank für eure Hilfe. War freundlich von euch, uns zu helfen. Ja, Rondra mit euch, raus. Dürfen wir noch euren Namen erfahren? Nein, raus. Hier wünscht. Bruder, raus. Ja, das kann ich mir merken. Jolande. Gileon, wo ist die? Moment, lass mich kurz nachdenken. Wir sollten nicht mit einer Frau reden, die falsches Leben schafft. Also, dann vielleicht lieber mit den Wachsverkäufern. Die werden schon, also... Nun, wenn sie nur Handwerkerin ist, dann baut sie diese Kreatur nur... Und die verschafft dieser schwarzmagischen Kreatur einen Leib. Es ist schlimm genug. Da sind ja schlimme Sachen passiert. So müssen wir uns auch mit schlimmen Leuten unterhalten. Ich bin dafür, wir lassen Goggle-Moggle entscheiden, weil sie ist die Frau. Sie hat das Grips-Gedöns im Kopf. Nun, ich glaube nicht, dass sie dazu fähig ist. Vorschlag angenommen. Wie geht's in die Lande? Goggle-Moggle, war da richtig wahr? Wir sollten nicht mit deutschen Schwarzkünstlern uns verbandeln. Wir müssen uns ja nicht mit dir verbandeln. Das ist doch eine Handwerkerin, fragen. Hat der gesagt. Oh, eben, und Goggle-Moggle ist auch eine Handwerkerin. Ich werde mit ihr von Kollege zu Kollegin sprechen. Mal nachher steckt sie vielleicht noch dahinter. Wir sollten auf jeden Fall mit ihr reden. Naja, dann würde ich sagen, gehen Goggle-Moggle und ich zu der Frau und ihr... Weiß ich nicht, tut andere Dinge. Ich glaube, ich werde mich bei den Kerzenziehern erkundigen. Ich würde auch nur ungern mit der Frau reden. Ist besser, ich begleite euch. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, im Norden der Stadt pissen zu gehen. Nein, hör auf damit. Hör auf, mit deinem Leben zu spielen. Bonga, keine Witze darüber. Und schau dich jetzt streng an. Ja, na dann. Dann begleite ich hier unsere Goblins in die in den Schwefelviertel. Da kann man wohl auch einige Tränke erstehen, wie gesagt wurde. Ich könnte wieder einen Heiltrank gebrauchen. Vielleicht finde ich auch thulamidische Früchte und kann daraus Stops brauen. Oder wir könnten sie naschen. Oder beides. Das ist gut. Ich habe einmal Datteln probiert. Ich fand sie jetzt nicht so schmackig. Was sind Datteln? Thulamidische Früchte wachsen an, ich glaube, Palmen landen sie jetzt. Sollte ich Oliven probieren? Die sind hervorragend. Oliven sind sehr hervorragend, ja. Dattel-Oliven-Schnappes. Das merke ich mir. Das klingt lecker. Mhm. Auch wenn Oliven sehr durchdringend im Geschmack sind. Oh ja, man braucht nur eine einzige essen und macht den ganzen Mund voll. Dattel, Oliven, Schnappes mit wildem Knoblauch. Festmahl. Ich hätte nur Gartenknoblauch dabei. Also falls ihr wilden Knoblauch braucht, müsstet ihr ihn selber suchen. Ja, frage an euch. Ich sah 17. 18. Stunde, irgendwie sowas in dem Dreh. Also Wintermond, es wird dunkel bereits. Und jetzt die Frage an euch, wollt ihr euch trennen? Also sowohl möchte Prayo du alleine rumziehen und möchte Ronga alleine umherziehen. Ronga wollte doch mit uns mitgehen. Ich dachte, Ronga wollte alleine pinkeln gehen. Das hätte ja auch sein können. War der Plan, aber der Zagewalter hat mich vom anderen überzeugt. Ja, und Prayo hätte ich ja begleitet. Prayo wollte mit Zaun zum Zinkanzian gehen, glaube ich. Und mit Gilia. Okay, das heißt, wir haben wieder eine Dreiergruppe. Und zwar die übliche, ja? Genau. Die zwei
und einem Pseudopriester. Ronga und Groggel mit den Schweinen selbstverständlich und Gillion, Zaron und Pryodor. Gut. Dann fangen wir an bei den Kerzenziehern. Ihr fragt euch ein bisschen umher und das, was vor allem dem Schwefelviertel seinen Namen gibt, ist tatsächlich allgegenwärtig Schwefeldunst, der aus verschiedenen Gebäuden nicht nur durch die Schornsteine, sondern auch durch die Fenster zieht. Und verschiedene andere Gerüche, die sich natürlich dazu mengen. Vor allem alchemistische Stuben, die nicht nur Schwarzkünste anbieten, aber verschiedene Handwerksdinge, die dann dargestellt werden, eben auch über Alchemie. Und in den Gassen findet ihr trotz des ekelhaften Gestankes einige Händler, Söldner, Kriegshandwerker, die dann hier umherlaufen und einkaufen, auch zu dieser späten Stunde und trotz der Kälte. Und nachdem ihr euch ein bisschen herumgefragt habt, könnt ihr dann in einer der Kerzenzieherhütten ankommen, wo ihr auch erkennen könnt, direkt vor dem Gebäude liegt wenig Schnee und ihr könnt es dann bereits durch die offenen Fenster brodeln hören, wie dort große Bottiche mit viel Wachs darin dann gerührt werden und Feuerholz, das da geschürt wird. Also das ist definitiv einer der Kerzenzieher. Das würde ich sehr ehrenwert. Ich mag Kerzenzieher. Ja, es riecht auch so ein bisschen nach Bienen. Ja, eine sehr preisgefällige Arbeit. Nichtsdestotrotz müssen wir uns erkundigen, wen diese Kerzenzieher alles beliefern und welche Subjekte mit diesem Kerzenwachs in Berührung kommen. Nun wollen wir einmal hineingehen. Natürlich, geht man in die Tür. Oh, willkommen zu solch später Stunde. Tempel. Moment. Wie viele braucht ihr? Wie viele Kerzen? Wir hatten zuerst allerdings eine Frage an euch. Meister? Ja, selbstverständlich. Meister Alrik. Wir haben welche in Gold, wir haben auch welche in bunten Farben. Selbstverständlich auch für Zarttempel oder Zargeweihte. Zu Ritualen, die sind allesamt zugelassen. Wir haben dafür auch Bescheinigung. Und ja, zum Gruße, guter Herr. Wir haben noch welche mit Baumschmuck. Ihr seid ein paar Reine Geweihter? Ein Diener der Erdenmutter, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Also paar Reine Geweiht. Ja, wir haben auch welche in Grün und mit Bäumen drauf. Da sind wir ganz besonders stolz drauf. Ja, ausgezeichnet. Ich hol mal zwei Silber raus. Also ich würde die bunten nehmen. Ja, selbstverständlich zwei Silber. Er streicht das Geld ein und gibt dir dann einen großen Karton mit bunten Kerzen drüber. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen kaufen. Also wenn ihr rote haben wollt oder so etwas für andere Dienste oder gelb. Wir haben alle Farben. Auch wie gesagt bunt. Oh, dann mischt mir die Kiste doch. Ja, sehr gerne. Vielfalt und Diversität und so etwas. Regenbogenfarben, Moment. Dann nimmt er dir wieder welche raus, legt dir neue rein und dann hast du eine super bunte Kiste mit Kerzen. Das ist freundlich von euch. Das war wirklich ein gutes Angebot. Aber könntet ihr uns noch bei etwas anderem helfen? Ja, selbstverständlich. Wenn ich kann. Wir haben einen Puppenkopf gefunden. Wohl Holzkern mit Wachs ummantelt. Die verkaufe ich nicht, aber wenn ihr wollt, ich habe einen Neffen. Der sitzt weiter unten und der schnitzt solche Dinge. Vor allem aber auch Stroh. Wisst ihr, wo wir so einen Kopf aus Wachs herbekommen? Aus Wachs? Nun, ich mache so etwas nicht, aber ich könnte so etwas. Habt ihr den Kopf einmal da? Dann könnte ich... Leider nein. Nun, wüsste ich jetzt gerade nicht. Also, wie gesagt, aus Stroh oder aus... aus anderen Materialien gebunden, ja. Fragen wir andersrum. Welche Handwerker beliefert ihr denn hier in diesem Viertel? Nun, Handwerker wenige. Vor allem Geweihte. Also wir besiegen Tempel in ganz Tarpatien. Vor allem nach Romulus und nach Pell kommen mittlerweile nicht mehr. Weil die Brücken ja allesamt. Aber vor allem nach Romulus. Warte, dann seid ihr der Alrik, der für den Zartempel in Romulus die Kerzen gemacht hat? Ja, und für die anderen Tempel auch. Ich soll euch von Bruder Zardan grüßen. Bei den Dochten der letzten Lieferung waren die doch etwas zu kurz. Ja, okay, dann verzeiht mir. Wir werden später abschneiden. Machen wir die doch einfach länger. Danke. Sehr gerne. Wäre das auch erledigt. Beliefert ihr auch diese Schwarzkünstlerin? Wie ich sie gleich da einmal? Na, hier gibt's viele Schwarzkünstler.
Ich meine, diese Puppenbauerin. Golembauerin, mein Lieber. Ach, die Meisterin Yolande. Ja, sein Blick war abfällig. Yolande, genau. Nein. Meisterin Yolande gießt ihre Kerzen selbst. Mit unseren Waren möchte sie nichts zu tun haben. Interessant, sie gießt ihre Kerzen selbst. Woher bezieht sie ihre Ausgangsmaterialien? Nur das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie ein großes Labor hat, wo es besonders stinkt. Sie hat einen großen Anbau, ein zweistöckiges Geschoss, ein Fachwerkhäuschen. Und vorne im Untergeschoss hat sie dann ihre Verkaufsstube mit Schauraum und den Tresen und Lagerräumen und so weiter und so fort. Aber hinten in dem Anbau hat sie, wie gesagt, ihr Labor. Und da gießt sie dann alles selbst, was sie braucht oder schnitzt. Sie ist eine herausragende Handwerkerin, aber leider in die schwarzen Künste verloren. Ja, wie so viele hier in diesem Land. Gillian, Sarah, ich glaube, wir haben unsere Gefährten eine große Gefahr geschickt. Vielleicht sollten wir doch einmal nachschauen, was sie dort treiben. Bei uns. Vielen Dank, Meister Alrik. Ja, sehr gerne. Was ist denn mit sauren Kerzen? Später vielleicht. Na, kommt wieder zurück. Ich würde mal aus der Tür. Wie viele sind es denn? Für 2 Silber hast du bezahlt, ne? Ja. Hast du bestimmt 20 Kerzen bekommen. So richtig groß, dicke Kerzen? Ja, richtig dicke Stumpenkerzen. Die bleiben bestimmt 10 Stunden. Ich hole sie mir morgen ab. Danke. Ja, ich lasse sie hier liegen. Dann räumt er sie erstmal weg. So. Hervorragender Laden. Ich habe nur Gutes über ihn gehört. Wir sollten uns wirklich beeilen. Schnell, bevor etwas geschieht. Ich würde mal etwas schnelleren Gang anschlagen. Ja, ich halte mich an ihn. Ja. Ich habe so keine Ahnung, wo es hingeht, aber egal. Seid ja, Meisterin Yolande, selbstverständlich, werdet ihr anwenden.